Warum liegt hier ein Flammenwerfer rum? Erwarten die ernsthaft? Die können doch nicht ernsthaft erwarten, dass man hier unten alle Flats erledigt hat und die nur aus einer Richtung kommen. Das können die einfach nicht erwarten. Das ist unmöglich. Und wir spielen auf dem zweitleichtesten Schwierigkeitsgrad. Das muss ich immer mal wieder hervorheben. Es gibt noch zwei Schwierigkeitsgrade höher und nur einen niedriger. Ich weiß echt nicht, wie das gehen soll. Weg. 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 Ich würde es so machen. So, jetzt ist immer der Gebieter mal wieder hier. Wir sind also nicht ganz alleine. Die komischen Fliegroboter da sind auch da. Schildregeneration wäre jetzt cool, weil dann sehe ich eine Möglichkeit, das zu schaffen. Wobei diesmal sind uns nicht viele gefolgt. Ach, leck mich doch. Da lagen zwei Waffen von rum, deswegen habe ich gedacht, wir können uns vielleicht beide holen, aber... Weißt du, leck mich. Schild, regeneriere dich bitte irgendwie. Es hat sich regeneriert. Jetzt ist unsere einzige Chance, hier durchzurennen. Und wir haben einen Checkpoint erreicht. Falsche Richtung leider. Mach das. Schilde regeneriert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben es einmal geschafft, unten so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf uns zu ziehen. Wenn wir das hier oben weiterhin schaffen. Tatsächlich. Die bemerken uns nicht, wenn wir hinter denen langlaufen. Einfach weiterlaufen und hoffen, dass uns so wenig wie möglich angreifen. Und hier bloß nicht irgendwo hängen bleiben. Oh Gott, irgendwo stehen bleiben ist das Schlimmste, was passiert, weil dann sofort so viele nachkommen. Mach auf! War das der Illuminat? Sie sagten nicht, dass er hier ist. Tun endlich, was er wollte. Mach auf! Mach auf, du Vollidiot! Mach auf! Mach doch auf! Warum? Illuminat, warum? Warum? Okay. Stirb, ihr Drecksviecher! Wir haben einen Checkpoint, das schaffen wir sowas von. Aber sowas von schaffen wir das. Nichts hält uns jetzt mehr auf. Nichts. Auch nicht mehr die Flat. Ich sagte, nichts hält uns auf. Damit meine ich auch dich. Oh, das war schlecht, dass der uns getroffen hat. Schilde regenerieren, irgendwie regenerieren. Kurze Zeit keinen Schaden bekommen. Wunderbar. Dual Weapon Action und du gehst drauf. Illuminat, jetzt aber. Johnson, Gebieter. Wir sind soweit. Aufmachen, die Küste ist sauber. Nicht lange, ich registriere.
Verbreitungskapseln. Sie schlagen jeden Moment auf. Chief, Gebieter, Abmarsch! Mach zu. Nehme ich Leben oder gebe ich es? Wer ist Opfer und wer Feind? Es versucht sich auf diesem Ring selbst zu erneuern. Beeilung, der Kontrollraum ist ganz nah. Nur zu, Chief. Ich werde sie nicht auch verlieren. Oh, hallo. Gute Nachrichten. Die Installation ist fast komplett. Großartig. Ja, nicht wahr? Ich habe die Simulationen gestartet. Nichts Konkretes, aber erste Ergebnisse zeigen, dass die Anlage feuerbereit ist. In nur ein paar Tagen. Wir haben keine paar Tage. Aber vorzeitiges Abfeuern zerstört die Arche! Finden Sie sich damit ab? Führt zur Zerstörung dieser Installation. Inakzeptabel! Inakzeptabel! Absolut inakzeptabel! Das Protokoll verlangt Aktion! Jetzt erkenne ich, dass es falsch war, Ihnen zu helfen! Sie sind das Kind meiner Schöpfer! Erbe von allem, was Sie zurückließen! Ihr gehört zu den Blutsvätern! Aber dieser Ring gehört mir! Und ich sagte noch, er ist der Einzige, der uns noch nicht verraten hat! Illuminat, lass uns den verkackten Ring abfeuern. Ich habe keine Munition mehr für dich. Also. Stirb, verdammt. Verdammt, die Granaten fallen von ihm ab. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Munition mehr. Was stellt sich das Spiel denn vor, was man machen soll, wenn man keine Munition mehr hat? Das Spiel gibt mir hier keine Waffe vor, die ich benutzen soll. Mit anderen Worten, das Spiel kann nicht wissen, ob ich überhaupt noch Munition habe. Muss ich deine Waffe jetzt nehmen? Kann ich deine Waffe überhaupt nehmen? Oh ja. So ist es wohl gedacht. Stirb! Und geh drauf! Illuminat, du hast keine verdammte Chance, uns aufzuhalten. Halo. Aktiviert. Johnson. Ich hole Sie hier raus. Nein, tun Sie nicht. Nein. Bitte lassen Sie sie nicht gehen. Lassen Sie sie bitte niemals gehen. Oh. Ja.
Lassen Sie mich gehen. Chief, tut mir so leid. So endet die Welt. Doch kommt her. Du bist der einzige Verbündete, den wir noch haben. Der einzige, dem wir trauen können. Es ist zu spät, Vlad. Es ist zu spät. Das einzige, was ihr hier noch schaffen könnt, ist uns mitzuopfern. Aber mehr wird euch nicht gelingen. Führt uns euer Sergeant noch nach Hause. Die Dawn. Natürlich. Die Fregatte. Wir haben immer noch eine Chance. Hatten wir vorher keine? Da drüben. Wie kommen wir da hin? Da oben rum. Suchen Sie den Durchgang in den Klippen, Chief. Die Dawn ist auf der anderen Seite. Was glaubst du, was ich hier tue? Gebieter, die weiß genauso gut wie ich, was zu erledigen ist. Wir müssen hier weg und kein einziger dieser Flat darf mit. Niemand. Nur eine Spore reicht. Alles war umsonst. Auch wenn ich nicht glaube, dass jede einzelne Spore der Flat auf diesem Planeten ist, deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass die einzige logische Erklärung ist, wie wir die Flat hier mit endgültig vernichten können. Dass, wenn der Anführer stirbt, dass alle sterben, weil, wie gesagt, eine andere Erklärung kann ich mir hier nicht geben. Weil so viele Planeten, auf denen die jetzt schon waren, irgendwo wird eine Spore Flat hinterlassen sein. Und damit wird die Zerstörung, die Aktivierung dieses Halos nicht reichen. Gebieter? Na los, Spartan. Los, los, los. Plötzlich hat er sich her teleportiert. Sehr schön. Auf geht's. Treupunkt. Fahr. Am Ende haben wir Halo doch aktiviert. Aber weit genug von der Heimat der Allianz und der Heimat der Menschen entfernt, um eine Ausrottung allen Lebens zu verhindern. Und wir sterben. Das war's, Gebieter! Verdammt! Natürlich muss ich in die letzte Lücke fallen. Ich hätte nicht in die erste Lücke fallen können, sondern ich muss in die letzte Lücke fallen. Komm schon. 700 Meter, 600 Meter. Das erinnert mich sehr an das Ende von Halo 1. Komm. Verdammt! Die Flat, was macht die hier? Meter.
Nein, nicht umkippen. Das ist jetzt der schlechteste Zeitpunkt, um umzukippen. Auch wenn wir hier keine Zeitbegrenzung haben, im Gegensatz zu Halo 1. Land doch mal richtig rum. Kannst du nicht einmal richtig rumlanden, du scheiß Fahrzeug? Warum gibt es hier so viel Munition? Ich weiß es nicht. Fahr einfach. Fahr. Nimm die verkackte Rampe. Oh nein, wir haben zu wenig Tempo. Ist zum Glück keine Rampe, sondern es ist einfach nur eine Strecke. Ich dachte, wir müssten jetzt hier mit Tempo rüberspringen. Vorwärts. Ja, ich hasse dieses Fahrzeug. Okay, es ist richtig rumgelandet. Ich mag dieses Fahrzeug. Ich dachte schon, es würde wieder falsch rumlanden. Fahr einfach, fahr einfach. Alles ignorieren. Ach du Scheiße. Es kippt. Okay, ich soll da nicht rüber. Ich dachte, ich muss darüber. Ich sollte der roten Linie folgen. Die ist hier nicht umsonst. Moment, wo lang? Hier rüber? Alles klar. Jetzt kann ich hier plötzlich rüber. Bei den anderen konnte ich nicht. Wir sind diesmal zum Glück auch richtig rumgelandet. So, gib Gas. Bei 30%? Weißt du, dieses Spiel ja so aufgebaut, dass man gerade in letzter Sekunde entkommt. Das bedeutet ja, diese Fahrt dauert noch ewig. Warum mussten wir so weit wegparken? 50% schief. Oh oh. Ich glaube, das Laden geht schneller, als ich erwartet habe. Der Gebieter ist einfach drin geblieben. Die sind automatisch ausgeschaltet. Leck mich. 50%. Da ja allerdings keine Zeit läuft, kann man sich, denke ich, mal so viel Zeit lassen, wie man will. Hauptsache, man kommt irgendwann an. Gas. 700. 500. 400. Das ist immer noch nicht das Ziel. Oder ist das da hinten unser Raumschiff? Man weiß es nicht. Vorwärts! Wo wollen wir denn hin? Da hinten gibt es kein Ende. Es gibt doch keinen mehr, der uns abholt, weil alle Protagonisten tot sind. Außer die beiden, die hier noch drauf sitzen und Cortana. Kein Problem. Fuck. Muss ich da hoch oder muss ich hier unten lang? Es sieht aus, als wenn ich unten lang müsste. Da ist unser Schiff. Da ist unser verkacktes Schiff. Meinst du, wir werden überhaupt noch entkommen können, wenn er schon anfängt zu feuern? Tempo
Turbo-Chief, springen Sie! Geben Sie Gas direkt in den Hangar! Ich geb schon Gas! Na, wie gesagt, das kann nie richtig rumlanden. Durchhalten!